Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Filme dabei waren, die ich selber gerne gemacht hätte. Dann beginnen wir jetzt mit der Preisverleihung und wir beginnen mit der Bronzerolle. Und dafür möchte ich unseren Laudator und Jurymitglied Götz Ulmer von Jung van Matt auf die Bühne bitten. Bronze, finde ich, ist nicht nur eine Medaille, die man einfach so verleiht, sondern ich finde, Bronze ist so eine Grenze. Und ich finde, sie ist sehr schwer zu überschreiten, auch dieses Mal in der Jury zu Recht sehr schwer zu überschreiten gewesen. Ich finde ja immer, Silber ist so eigentlich der undankbarste Preis, den man kriegen kann, weil man fragt sich die ganze Zeit, warum ist es eigentlich nicht Gold geworden? Die Goldfilme sind so eindeutig Gold, dass ich auch finde, dass man klar sieht, dass da nochmal ein Unterschied ist zu dem, was wir eben gesehen haben. Im letzten Jahr habe ich nur von einem gedacht, dass er international punkten kann. Hier kann ich mir vorstellen, dass diese Filme überall punkten können. Supergeil. Aus unserer Überzeugung ist das eine ganz tolle Plattform für Nachwuchsleute, die, ich sag mal, mit renommierten Filmproduktionen und eben Top-Kreativen zusammen dann an Ideen für Kunden oder Auftraggeber arbeiten dürfen. Ich meine, das ist jetzt ein schöner Anfang. Mal gucken, was noch folgt. Ja, nächstes Jahr kann. Ist ja schon so der wichtigste Filmpreis in Deutschland und das ist schon eine Freude. Es ist großartig, vor allem nicht nur einen Award gewonnen zu haben, sondern drei Awards für einen Film. Ich war wirklich überwältigt nach unserem Briefing, was für tolle Ideen kamen aus völlig unterschiedlichen Perspektiven und das ist für einen Kunden wirklich Gold wert, mal eine ganz andere Sicht auf sein Produkt zu bekommen. Wir brauchen Kreative, die kreative sind und nicht Kreative, die darüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht oder nicht und was da kann ich sagen, was darf ich nicht sagen, ist, kann ich dem Kunden das vorstellen oder nicht, sondern einfach mal machen. Ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen, Werbung so zu gestalten und so zu machen, wie wir gerade da drin auch gesehen haben, dass Leute sich das freiwillig angucken, weil sie das geil finden, dann machen wir sehr, sehr vieles richtig und daran wollen wir anknüpfen.